Bitte, Sascha, wenn Andi erfährt, dass ich schwanger bin, dann macht er sich gleich wieder Hoffnung. Ja, aber wie lange willst du denn das geheim halten? Hätte ich den Test nicht gesehen, wüsste ich auch von nix. Könnte fast meinen, du möchtest gerne Vater werden. Was? Quatsch, ich will doch einfach nur Bescheid wissen. Ich habe doch auch gar nicht gesagt, dass ich abtreibe. Ja, aber du schließt es nicht aus. Und Andi oder ich haben das Recht, mitzureden. Ich bin schwanger. Nicht du und nicht Andi. Kann ich vielleicht einfach mal 5 Minuten mich sammeln, ohne dass du mir gleich Vorwürfe machst? Ganz schöner Hammer. Mann, Andi ist mein Freund. Ich will ihn nicht länger anlügen. Das verstehe ich doch. Aber ich möchte einfach gerne selber entscheiden, wem ich was wann sage. Bitte, Sascha. Mann, ich werde ihn nicht ewig anlügen. Ich gehe heute noch zum Arzt und dann wissen wir, ob es ein Irrtum war oder nicht. Und dir geht's wirklich gut? Einen schönen Mann kann nichts entstellen. Okay. Mit Jode ist nicht gerade perfekt gelaufen. Ich dachte, er freut sich, dass sein alter Herr noch am Leben ist. Ja, das hat er doch bestimmt auch. Er konnte es nur nicht so zeigen. Ja, du meinst, dass er mir eine reingehauen hat? Das ist so eine Art Liebesbeweis. Ich meine, er stand doch aber auch unter Schock. Es wäre sicher besser gewesen, jetzt erst mit Frank zu reden. Ja, er ist schon immer der Normalste von euch dreien. So ruhig. Oh, ich krieg noch durch! Hey. Hey. Guck mal, hat Lilly mir gemalt. Süß. Mhm. Kinder sind einfach das Beste. Wusstest du schon immer, dass du Kinder willst? Eigentlich schon. Ich wusste auch schon immer, dass es kompliziert werden wird. Der deutsche Staat steht nicht so drauf, wenn zwei schwule Männer ein Kind großziehen wollen. Deswegen hatten wir Lilly ja nur als Pflegekind. Ich habe auch ein Kind. Eine Tochter. Ist nicht dein Ernst? Doch. Nele. Die wird jetzt etwa 16 sein. Krass, das wusste ich nicht. Und nichts gesagt. Wieso? Was ist passiert? Ich war jung, dumm. Hatte richtig Schiss. Vielleicht kannst du ja irgendwie rausfinden, wo sie wohnt und Meine Ex hat vor 4 Jahren geheiratet. Ich bin raus. Aber du bist trotzdem ihr Vater. Nein. Ich bin ihr Erzeuger. Sie hat einen Vater. Wenn ich da jetzt reinfunke, dann bringe ich das nur durcheinander. Aber vielleicht kriege ich bald eine andere Chance. Ich drück dir die Daumen. Jung bist du immer noch. Oh, danke, du auch. Komisch. Hier ist mit der Post gekommen. Danke. Bitte. Hast du meine Auberginen gesehen? Auberginen? Weiß gar nicht, wie die aussehen. Hätte ich mir denken können. Hat wahrscheinlich Emilio gemacht. Olli, warte mal kurz. Schau mal. Bella meinte, sie hätte vergessen, eine Rechnung beim Finanzamt einzureichen. Da geht es um Fenster für Königsbrunnen. Aber die Rechnung ist da. Und man kann sogar sehen, dass das Finanzamt die berücksichtigt hat. Dann ist auch alles in Ordnung. Ja, aber Bella hat sich total verrückt gemacht. Ja gut, dann ruf sie an und sag ihr Bescheid, dass sie sich nicht mehr verrückt macht. Ich verstehe aber nicht, warum sie sich so aufgeregt hat. Wahrscheinlich, weil sie nicht will, dass du Probleme kriegst. Ja, aber sie war richtig nervös und hibbelig. Vielleicht, weil bei euch noch nicht alles entspannt ist. Wieso? Zwischen uns ist doch alles in Butter. Vielleicht hat sie ja gemerkt, dass du doch noch nicht ganz über sie hinweg bist. Meinst du? Ja, ich meine, ist doch so, oder? Ja, es ist schon immer noch schwierig, das Ganze. Also, wenn ich sie sehe, dann denke ich oft, es gibt nichts, was ich nicht tun würde, um wieder mit ihr zusammenzukommen. Aber es geht nicht, und das habe ich kapiert. Meinst du, ich soll ihr das noch mal sagen? Schaden kann es wahrscheinlich nicht. Dann mache ich das. Dankeschön, Leni. Sag mal, gibt es eigentlich auch Frauen, mit denen du nicht flirtest? Ja, natürlich. Also, das war eine rhetorische Frage. So, was gibt's? Als erstes wollte ich fragen, wie es dir geht. Gibt's was Neues? Hör zu, wenn du Geld brauchst, das kannst du knicken. Hast du schlechte Laune? Schlimmer als sonst? Ja, hab ich. Und nein, ich will nicht drüber reden.
Ach so. Ja, ach so. Hast du Jo schon gesehen? Ja, Mann. Der hat vielleicht ein Glück gehabt, wenn Olli ihm die Arterie nicht abgeklemmt hätte, dann wäre er jetzt. Und du? Diese ganze Entführungsnummer? Muss ja auch mega krass gewesen sein. Ja, kann man wohl sagen. Der wollte Elisabeth umbringen und ich stand direkt daneben. Ich wollte mit dir sowieso noch mal sprechen, weil ich hab... Jetzt haben sie mir Sonderurlaub verpasst. Anweisung des Polizeiarztes. Ich soll mich erholen. So ein Schwachsinn! Ich sitze den ganzen Tag zu Hause rum und drehe Däumchen. Da musst du doch bekloppt werden. Eins sage ich dir. Ich bin so froh, wenn ich endlich meinen Alltag wieder habe. So, was ist jetzt? Warum sitzen wir hier? Ach, ist nicht so wichtig. Ist schon okay. Na, wie geht's? Bescheiden. Verstehe. Du weißt es also schon. Was weiß ich schon? Oh, schon so spät. Ich muss los, Rebecca killt mich sonst. Du bleibst schön hier. Ja, bleib doch noch ein bisschen, Tim. Also, was ist los? Was hast du ausgefressen? Ausgefressen? Ey, du redest mit mir, als wäre ich ein Kind. Merkst du das überhaupt noch? Hör zu, dass du deinen Führerschein los bist, weiß ich schon. Du hast mich nicht ernsthaft im Polizeicomputer nachgeschlagen. Ja, natürlich hat er das. Er kennt dein Strafregister, deine Punkte in Flensburg, deine Kreditwürdigkeit. Obwohl, dafür braucht man keinen Computer. Kannst du dich da mal bitte raushalten? Ist ja schon gut. Ich wollte nur sein Gesicht sehen, wenn du ihm die frohe Botschaft übermittelst. Für mich ist das eine frohe Botschaft. Da kann man anderer Meinung sein. Also langsam wüsste ich wirklich gerne mal, was hier Sache ist. Das ist Sache. Kurz mit dir reden? Du, das ist gerade ganz schlecht. Ich habe unglaublich viel zu tun. Die Schuffis-Abrechnung, die war okay. Gut, dann habe ich mich getäuscht. Ist denn sonst alles in Ordnung mit dir? Klar, was soll sein? Naja, du warst so komisch vorhin. Ist es noch wegen der Sache letztens? Was meinst du? Naja, dass du mit einem anderen, du weißt schon. Andi, können wir das Thema bitte einfach lassen? Nein, pass auf, ich will dich ja gar nicht fragen, mit wem du... Du weißt schon, das geht mich ja auch überhaupt gar nichts an. Für mich ist es okay, wenn du mit anderen Männern schläfst. Also, mir ist schon klar, dass du dafür nicht meine Erlaubnis brauchst oder so. Ich habe kein Problem damit. Also, das soll jetzt auch nicht heißen, dass du unbedingt mit anderen Männern... Das klang jetzt auch wieder total daneben. Ich wollte eigentlich nur sagen, du weißt selbst am besten, was du tust. Nein, weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Hey, was ist denn jetzt los mit dir? Ich bin... Ich bin schwanger. Als der Brief der Versicherung kam, hätte ich es wissen müssen. Du nimmst mir das doch hoffentlich nicht übel. Was soll ich dir nicht übel nehmen? Dass du ein Versicherungsbetrüger bist? Oder dass du uns glauben lässt, du bist tot. Weißt du eigentlich, dass wir auf dem Friedhof waren und eine verschissene Schwimmflosse beerdigt haben? Tim hat es mir erzählt, es hat mich sehr berührt. Ich hätte dich sofort zur Fahndung ausschreiben lassen sollen. Ich kann verstehen, dass du auf mich sauer bist. Und ihr habt es die ganze Zeit gewusst. Ich habe auch gerade erst von seiner Auferstehung erfahren. Ich hätte es dir gesagt, aber du bist bei der Polizei und deswegen habe ich... Und da das unbequem geworden ist, hast du lieber die Klappe gehalten. Immer schön den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ich wollte es dir ja sagen. Hast du aber nicht. Jungs, bitte. Ich möchte nicht, dass ihr euch wegen mir streitet. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Mir ist klar, dass ich Mist gebaut habe. Mist gebaut? Bitte reg dich jetzt nicht auf. Ich reg mich nicht auf! Ich hab dich doch vermisst. Es beruht leider nicht auf Gegenwärtigkeit. Wir sind doch eine Familie. Wir sind keine Familie, wir sind eine Krankheit.
Meine Rede. Aber du nimmst doch noch die Pille, oder? Ja, das tue ich, aber ich muss sie mal vergessen haben. Und als du mit Tims Bruder, naja, du weißt schon, und mit dem anderen, habt ihr da nicht Kondome benutzt? Schon, aber... Ja, dann stimmt das also. Das heißt, ich werd Vater. Oh, wow, das ist einfach wow. Wow. Andi. Ich weiß schon, was du sagen willst. Das Timing ist total bescheiden. Aber wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung, ich hab's ja selber gerade erst erfahren. Keine Ahnung. Dann hat mir Rebecca noch angeboten, ihre persönliche Assistentin zu werden. Hey, das ist doch super. Das ist ein total anspruchsvoller Job und jetzt bin ich auch noch schwanger. Ja, aber du bist doch nicht allein damit. Ich bin ja auch noch da. Andi. Nein, pass auf. Du musst dir um überhaupt gar nichts Sorgen machen. Weil ich werde für dich und das Kind immer da sein. Und dir bei allem helfen. Also, wenn du das willst. Okay. Siehst du, andere Leute haben das auch schon geschafft, Eltern zu sein, ohne dass sie zusammen sind. Und wer weiß... Andi, wirklich? Nein, ist schon klar, ich weiß, was du sagen willst. Wir sind nicht mehr zusammen. Das habe ich kapiert. Gott, das ist doch echt... Schöner Scheiß. Aber, hey... Wir finden eine Lösung. Hättest du nicht einfach mal die Klappe halten können? Ja, und dann? 2 Minuten später ist unser Zeuger sowieso aufgetaucht. Hatte ich dir nicht gesagt, dass ich Frank schonend darauf vorbereiten möchte? Kommt er nicht, es hätte schlimmer laufen können. Ja, wenn er dir eine reingehauen hätte zum Beispiel. Festgenommen hat er mich auch nicht. Ja, noch nicht! Mann, warum hast du mich nicht einfach machen lassen? Ja. Euer Bruder ist mir nicht gerade um den Hals gefallen. Er würde mich niemals in den Knast bringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Arsch! Was? Auch wenn Frank dich nicht verpfeift, der Versicherungstyp ist dir auf den Fersen. Am besten haust du gleich ab in die Karibik, bevor du noch im Knast landest. Aber ich möchte doch mit euch nochmals von vorne anfangen. Das stimmt doch nicht. Du wolltest dir deine Kohle holen und jetzt, wo das nicht geklappt hat, weißt du nicht, wohin mit dir. Und genau deshalb machst du eine Familie. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst. Aber ich möchte bei euch sein und das wieder gut machen, was ich verbockt habe. So, jetzt rede ich mit Frank und bring das in Ordnung. Warte mal. Frank wird es nicht bei einem Kinderhaken belassen. Hey, ne? Hey. Auch eins? Lass mal. War ein langer Tag. Ich weiß Bescheid, Alter. Was meinst du? Komm schon. Du hast es gewusst, hä? Bella hat dir bestimmt gesagt, warum sie so komisch drauf war. Was jetzt genau? Na, dass ich Vater werde. Komm schon, darauf müssen wir anstoßen. Hat sie genau das gesagt, dass du Vater wirst? Na, wer denn sonst? Ja, was mit dem Typen, mit dem sie neulich was hatte? Nein, nein, keine Chance. Pass mal auf. Bella ist normalerweise eine totale Verhütungsfanatikerin. Bei uns hat es ein halbes Jahr gedauert, bis wir die Gummis abgesetzt haben. Und das, obwohl sie die Pille nimmt. Also, wenn es eine Frau gibt, die sich niemals ohne Kondom auf einen One-Night-Stand einlässt, dann ist das ja wohl Bella. Ganz klar, das ist mein Baby. Die Dinger können ja auch platzen. Nein, 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 ich habe das im Gefühl. Dieses eine Mal, als wir dann doch noch mal zusammen in der Kiste gelandet sind. Bam, Volltreffer. Sag mal, kann das sein, dass du gerade einen Film schiebst? Du glaubst wirklich, dass du Bella zurückkriegst, wenn das Kind von dir ist? Naja, also, jetzt geht's doch erstmal darum, Bella zu unterstützen. Als sie neulich dachte, wir sind schwanger, hat sie erstmal Panik bekommen. Weil sie dachte, sie kriegt das nicht hin. Nur dann war klar, sie will Kinder. Und Bella wird eine Supermama. Mit mir als coolem Dad wird das ein Spitzenbaby. Weißt du, so ein kleiner Hosenscheißer, der verbindet. Die schlaflosen Nächte, dann die Ultraschallbilder. Das wird unsere neue Chance. Ist das nicht super? Wo willst du jetzt hin? Ich brauche frische Luft. Ah, hey. Hey. Ich habe dir ein bisschen Folsäure mitgebracht.
ist wichtig in der Schwangerschaft. Da drin ist auch ein interessanter Flyer für einen Mutter-Hechel-Kurs. Ganz hier um die Ecke. Wenn du willst, können wir da auch immer zusammen hin. Ich weiß es nicht mal 24 Stunden und du kommst hier mit irgendeinem Geburtsvorbereitungsscheiß um die Ecke? Hast du vielleicht schon im Netz nach Kita-Plätzen geguckt? Hey, ich wollte doch nur, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Ich bin für dich da. Danke. Ich fühle mich gerade einfach nur, als hätte mir jemand eine Dachlatte über den Kopf gezogen. Ja, hey, das verstehe ich doch auch. Hey, da bist du ja wieder. Mir geht's doch genauso. Ich wäre auch fast hintenüber gekippt, als ich erfahren habe, dass ich bald Vater werde. Bella, was tust du da? Ich tue gar nichts. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen. Du hast gesagt, dass du nicht willst, dass er sich Hoffnung macht. Jetzt rennst du hin und sagst ihm, dass er Vater wird. Hey, das habe ich so nie gesagt. Na ja, dann wäre es vielleicht Zeit, das Missverständnis zu klären. Hey, warte mal. Ich weiß selbst, dass Bella und ich nicht mehr zusammen sind, okay? Aber das ändert nun mal nichts daran, dass wir ein Kind zusammen bekommen. Und ich werde mich nicht vor der Verantwortung drücken. Verstehst du nicht, je länger du das hinauszögerst, desto schlimmer machst du's. Ich hab's doch versucht. Na, dann sag's ihm jetzt. Worauf wartest du? Was soll Bella mir sagen? Ich bin der Typ, mit dem Bella neulich geschlafen hat. Das heißt, vielleicht bin ich der Vater und nicht du.